Wenn ich Geld auf den Tisch lege, bekomme ich wirklich ein tolles Equipment. Aber dann bin ich immer noch nicht ein toller Fotograf. Kameras helfen, aber sie helfen nur dem, der bereit ist, an dem, was er darstellen möchte, zu arbeiten. Sehen ist eine optische Täuschung. Sie müssen mit Ihrer Kamera dahin gehen, dass Sie das fotografieren, was Sie wirklich fotografieren wollen. Was Sie tun müssen, ist, Sie müssen sich hier hinstellen, ja? Und das Pferd von da ranzoomen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Woran erkennt man einen guten Pferdefotograf? An den grünen Knien. Und bei Mini-Shetty müssen Sie sich sogar auf den Bauch legen. Eine Friesen- oder dunkle Pferde, dunkle Hunde fotografiert man einfach besser, früh morgens oder abends. Es hilft, wenn man reiten kann. Es hilft, wenn man weiß, wie Pferde sich bewegen. Es hilft, wenn man spürt, wie Pferde denken. Ich spüre nämlich ganz sicher einen Bruchteil einer Sekunde, bevor es wirklich passiert, was das Pferd tut. Und ich habe dann diesen minimalen Zeitvorsprung, um wirklich zu wissen, welches Bild ich bekomme und mich mit meiner Kamera darauf einzustellen. Die Hufe vom Pferd, da kommt der Kopf. Dieses Teil möchte ich scharf haben. Das heißt, von hier bis hier so eine Entfernung. Und genau das tue ich. Ich stelle auf die Planke scharf ein und dann gehe ich einen Meter zurück und halte das. Und dann warte ich, bis das Pferd mir durchkommt und aufhört. Wenn mich ein Pferd anguckt und es guckt mich wirklich an, dann fühle ich mich von seinem Auge irgendwo wie hypnotisiert. Und ich sehe mich selbst in diesem Auge gespiegelt. Da passiert etwas, da ist eine Relation, da ist eine Verbindung. Und diese wahnsinnig schöne und große, vollkommen naive und absolut freie Seele des Pferdes, das ist ein Geschenk Gottes an uns. Und wenn wir ein Pferd fotografieren und erwischen einen Zipfel davon und können das auf so ein Bild bannen, dann müssen wir glücklich drüber sein.